So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hans-Peter von freiheit-durch-wahrheit.de und wieder mal mit einem spannenden Thema. Heute geht es um, was hat das Epos von Gilgamesch mit Baalbek und den Anunnakis zu tun? In Baalbek, muss man dazu sagen, gibt es Steinblöcke, die wiegen bis zu 2.200.000 Pfund. Und was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt. Und die Bilder sind auch sehr beeindruckend. Ich freue mich. Bis gleich. Also, der Sohn der Göttin Ninsun und vom Hohepriester Uruk, so die Überlieferung, soll Gilgamesch gewesen sein. Er soll angeblich nicht nur ein Halbgott, er soll auch bis zu zwei Drittel göttlich gewesen sein. Dies, so behauptet er, sei ihm berechtigt, den Tod eines Sterblichen zu vermeiden. Und darum geht es auch primär in der Geschichte. Seine Mutter hat ihm gesagt, um eine solch lange Lebensdauer, wie er möchte, zu erreichen, muss er zum Planeten Nibiru. Das ist der Heimatplanet der Anunnaki. Und dort hat ein Jahr, also ein Sare, 3600 Erdenjahre. Man muss dazu sagen, bei uns ist ein Jahr ja auf 365 Tage gelegt. Das hängt damit zusammen, wenn dieses Modell stimmt, dass ja die Erde um die Sonne kreisen soll und dafür 365 Tage benötigt. So, der Planet Nibiru benötigt 3600 Jahre. Und soweit ich weiß, durchkreuzt er zwei Sonnensysteme. Und das ist in den sumerischen Keilschriften bereits verankert, dass er 3600 Jahre benötigt. Interessant wird es, das hatte ich ja in einem meiner vorherigen Videos schon gesagt und ich möchte es hier nochmal betonen, dass die moderne Wissenschaft und die NASA bestätigt hat, dass es wohl einen Planet X gibt, der tatsächlich alle 3600 Jahre uns kreuzt. Da scheint also was dran zu sein. Gilgamesch reiste also in das Sumerische Reich, nach Sumer. Das ist im heutigen Südirak. Zu einem, ja, die Verfechter einer gewissen Theorie nennen das ein Landing Place, also einen Raumhafen. Und das soll im Zederngebirge liegen. Und dort sollten oder wurden die Raketenschiffe der Götter Richtung Nibiru geschoben. Und das ist spannend. Das Epos von Gilgamesch ist ja auf den Tontafeln entsprechend verzeichnet. Und dort wird beschrieben, wie er beschreibt, wie ein Raketenschiff tatsächlich von diesem Landing Place aus gestartet sein soll. Diese Startanlage befand sich auf einer riesengroßen Plattform. Und wenn wir jetzt nach Baalbek schauen, gibt es dort eine unfassbar große, gesteinerte, gepflasterte Steinplattform und die hat tatsächlich rund 5 Millionen Quadratmeter. Das ist eine Menge Zeug. Und der größte kolossale Steinblock dort wiegt tatsächlich 2.200.000 Pfund, ihr Lieben. Und der wichtigste Abschnitt dort soll in der nordwestlichen Ecke gewesen sein, wo heute die Überreste des Jupiter-Tempels stehen. Der wurde aber lange nach der Entrichtung der Grundsteine des Fundamentes errichtet. Da scheint also vorher was anderes gewesen zu sein.
Die Ruinen stehen oben auf dieser Plattform. Und die ist durch Reihen wirklich perfekt, perfekt geformter Steinblöcke. Die sieht man auch hier im Hintergrund. Mit einem Gewicht von 600 Tonnen. Und dieses Gewicht ist für vorhandene Geräte fast schon unmöglich zu heben in unserer heutigen Zeit. Überlegt euch das. Wie kamen die dahin? Und vor allem auch in dieser Anzahl. Wenn man das mal vergleicht, die Steinblöcke der großen Pyramide von Gizeh und wiegen ungefähr 25 Tonnen pro Stück. 25 Tonnen im Vergleich zu 600 Tonnen. Also das stellt nur einen Bruchteil des Gewichts der Baalbeksteine dar. Die westliche Mauer dieses, ich nenne es mal turmähnlichen Bauwerks, wurde mit einer ganz großen Reihe von Steinblöcken mit 900 Tonnen und 1,8 Millionen Pfund verstärkt. Überlegt euch das, was das bedeutet. Das sind die größten geschnittenen und geformten Bausteine oder Bausteinblöcke dieser Erde. Und wenn man jetzt mal nachguckt, sind sich tatsächlich in der modernen öffentlichen Wissenschaft sind noch nicht mal die etablierten Archäologen davon überzeugt, dass dieser Trilith, der dort steht, von den Römern konstruiert wurde, sondern tatsächlich möglicherweise von einer weitaus früheren Zivilisation stammt. Und wenn das der Fall ist, tja, wer waren dann die Menschen, die solche Monolithen bewegen konnten? Und zwar vor der technischen Brillanz des Römischen Reiches, die das wahrscheinlich auch nicht gekonnt hätte. Die nächste Frage war dann zu stellen, wo wurden denn die Steine abgebrochen? Es gibt einen Steinbruch, in etwa 2 Meilen Entfernung von der Stelle entfernt. Und da ist immer noch einer dieser 1100 Tonnen Blöcke vorhanden. Und der Stein der schwangeren Frau nennt er sich. Und der Steinbruch, wie gesagt, befindet sich ein paar Meilen von der Stelle entfernt, wo dieser Raumhafen, der Landing Place gewesen sein soll. Es sei, wie gesagt, ja dazu erwähnt, Landing Places werden mehrere erwähnt im Epos beziehungsweise in den sumerischen Keilschriften. Es soll angeblich auch einer noch sich in Jerusalem befunden haben. Wie gesagt, einer im Irak und auch in Ägypten soll einer gewesen sein. Und man wollte in Babylon wohl auch noch einen errichten, der dann aber zerstört wurde. Das kennen wir ja aus der Sage. Ob das so ist, ja, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, aber wir haben die Hinweise. Es muss also jemand gegeben haben, der in der Antike die notwendigen Fähigkeiten und auch die Technologie hatte, um diese Steinblöcke dieses kolossalen Ausmaßes zu zerlegen, zu schneiden, zu formen, in Steinblöcke hochzuheben und sogar auch noch zu der Baustelle zu tragen, mit knapp 4 Kilometern Entfernung. Ja. Die wurden nicht nur einfach irgendwo hingeschoben oder fallen gelassen. Die wurden wirklich sorgfältig genau in das Massiv, in einen Steinverlauf gelegt, der jetzt seit Zehntausenden von Jahren scheinbar intakt geblieben ist. Und das Ganze vollständig ohne Gebrauch von Mörtel. Da passt teilweise noch nicht mal eine Rasierklinge dazwischen. Ich habe das selbst auch gesehen. In Baalbek war ich noch nicht, in Borobudur, auf Java. Unfassbar, was dort geleistet wurde. Was dort gemacht wurde, diese unendlich vielen Steinblöcke dort sind auch wirklich, da passt keine Rasierklinge dazwischen, verlegt worden. Dieses Objekt steht seit Zehntausenden von Jahren. Keiner weiß, wann es gebaut wurde. Keiner weiß, wer es gebaut hat. Es ist dennoch da und in einer unfassbaren Präzision. Wie mit Laserwerkzeugen bearbeitet. Und da fällt mir wieder die Ponce Stele ein, die berühmte, die ja in Tiwanaku steht. Da blende ich vielleicht noch ein kleines Bild zu ein. Das ist wirklich hochinteressant. Tja, ohne Mörtel das Ganze wohlgemerkt, ne? Ohne Bindemittel. Tja, warum und wann wurde es gebaut? Das bleibt natürlich auch ein Rätsel. Aber in der antediluvianischen Zeit, so nennt man eine vorsintflutliche Zeit,
ja, von der die geologischen Aufzeichnungen behaupten, dass das Datum etwa 12.500 Jahre her ist. Klingt auch interessant. Wahrscheinlich gab es auch mehrere Sintfluten auf der Erde. Es wird immer wieder in anderen Kulturen auch von anderen Zeiten gesprochen. Aber 12.500 klingt spannend, weil es ist ein halbes platonisches Erdenjahr und wir haben Ausgrabungen von Höhlensystemen und von alten Tempeln, die man alle auf rund 12.500 Jahre datiert, wie Göbekli Tepe zum Beispiel auch. Das passt alles so wirklich auch schon ineinander. Also die Puzzleteile passen ineinander und sie fügen sich, statt dass sie sich tatsächlich widersprechen würden. Die maronitischen Christen, die hatten sich tatsächlich dort als die Hüter des Geländes angesehen. Sie wurden aber leider von den schiitischen Moslems vertrieben. Die erzählen auch Legenden über dort waren Riesen, die Nephilim, und sie hätten die kolossale Plattform gebaut. Durchaus denkbar. Dann wären wir wieder bei den Anunnaki, bei den Göttern der Sumerer. Da kommt der Bezug zu den Anunnaki ins Spiel. Und die Antworten, die kann man teilweise auch in antiken Tontafeln der sumerischen Texte finden. Und denn sie beziehen sich und sie nennen das auch die Treppe zum Himmel. Ja, die Kriege der Götter und Menschen. Die großen Steinplattformen waren tatsächlich scheinbar der erste Landungsort oder einer der ersten Landungsplattformen der Anunnaki-Götter auf Erden. Die erste Stadt, wie gesagt, die errichtet werden soll, war ja auch im heutigen Südirak. Also vom Gebiet her passt das alles ganz gut. Es ist wohl einer der wenigen Bauwerke, die die Flut überlebt haben. Und ja, und wurden dann von Enki und Enlil als Hauptquartier nach diesem Diluvial, also der Sintflut, für den Wiederaufbau der verwüsteten Erde genutzt. Es ist höchstwahrscheinlich einer der ganz wenigen, vielleicht das einzigste, aber einer der wenigen Bauwerke, die noch von vor der Flut existieren. Wobei ich davon ausgehe, dass dazu auch tatsächlich die Cheops-Pyramiden, die Sphinx und andere Gebäude gehören. Also meiner Meinung nach ist es nicht das Einzige, was manche schreiben. Es gibt da wohl wirklich noch wesentlich mehr zu entdecken. Die Datierung der Sphinx und die Datierung der Cheops der öffentlichen Wissenschaft können wir ja schon lange über Bord werfen. Das wissen wir. Und wenn wir ins Buch Henoch reinschauen, dann steht da auch drin, zum Beispiel im Apokryphenbuch Henoch, dort ist nämlich der Berg Hermon, der Ort, an dem die Beobachterklasse, der fallene Engel, zur Erde hinabgestiegen ist. Das würde wieder passen. Sie schwören auf dem Berg, dass sie sich unter den Töchtern der Menschen Frauen nehmen würden. Das haben wir schon oft zitiert in den letzten Videos. Und da habe ich Vergleiche dazu angestellt und auch sehr ausführlich berichtet in meinem neuen Buch Gefängnisplanet Erde. Denn auch in der Bibel finden wir diese Worte. Sie fanden Gefallen an den Frauen der Menschen und vermischten sich mit ihnen. Und wir finden auch hier wieder Texte im Apokryphenbuch Henoch. Trotzdem sind die Menschen, die im Land leben, stark und die Städte sind groß und befestigt, steht dort. Wir haben dort sogar die Nachkommen der Anak, also Anunnaki, gesehen. Die Amalekiter, klingt auch fast genauso, leben im Land der Negev. Der Hethiter, Jebusiter und Amoriter, die leben im Bergland. Und die Kanaaniter leben am Meer und am Jordan. Und diese Ereignisse fanden über einen Zeitraum von Hunderttausenden von Jahren vermutlich statt. Wenn wir uns die Königsfolge ansehen, was da alles so hier passiert ist. Also entwickelten sich diese ganzen Geschichten und auch die Zivilisationen wurden zu Nationen. Und heute reden wir vom Westjordanland, Jordanien, Syrien, Libanon. Das sind die heutigen Bezeichnungen, die damals halt anders waren, im Sumerischen Reich, im Babylonischen Reich, im Chaldäischen Reich, also im Neubabylonischen Reich. Und dort leben teilweise auch wohl die Nachkommen der Anunnaki, wobei ich davon ausgehe, dass das heute auch überall weltweit verbreitet ist. Also durch die Vermischung sind auch unsere Rassen wie wir oder unsere Ethnie, wie auch immer man das bezeichnen mag, ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, teilweise auch mit Anunnaki-Teilen bestückt. Und nachdem sie herabgestiegen sein sollen auf den Berg Hermon, wurde Baalbek
von den Göttern, den gottgleichen himmlischen Menschen, die die Technologie hatten, diese Strukturen zu erschaffen, die kamen dorthin. Die Vorgeschichte ist jedoch teilweise vergessen worden. Das ist halt traurig. Wir finden wenig darüber. Eine Quelle, wie gesagt, sind die sumerischen Keilschriften und die mündlichen Überlieferungen noch einiger Völker. Ja, es ist wirklich total spannend. Ich wollte mal über Baalbek einfach mal speziell im Einzelnen einen kleinen Beitrag machen, einfach um euch auch die Bilder nochmal zu zeigen und wie kolossal diese Bauten dort scheinbar gewesen sind. Im Hintergrund sehen wir auch einen Stein, der in Baalbek gefunden wurde. Wenn ihr euch das genau anschaut, was sehen wir hier? Das Siegel des Salomos. Der Kreis mit einem Hexagramm, ja, dessen Bedeutung und Name ja verunglimpft wurde. Ja, wir wissen, dass das Hexagramm, der Sechsstern, die sechs Wandelplaneten darstellt, über die auch schon die alten Babylonier sprachen und in der Mitte dann die Sonne dargestellt ist und die anderen sechs Wandelplaneten drumherum. Und dass sie auch für die weiße Magie und den weißen Zauber und natürlich auch für die Bannung von Dämonen stehen. Also im Grunde genommen ist es ein helles Symbol. Wir wissen aber auch, dass wir ein Messer zum Brotschneiden, aber auch leider zum Töten nutzen können. Insofern kann man natürlich viele Symboliken und Dinge, die der heiligen Geometrie entsprechen, auch für böse Zwecke nutzen. Es gibt, wie gesagt, meiner Meinung nach in unserem Weltbild hier und auf der Erde keine negative Energie und keine negative Symbolik, außer wir selbst als Mensch erschaffen sie. Aber alles, was von Grund auf da ist, ist unterliegt immer einer heiligen Geometrie und enthält damit auch die Allliebe des Allvaters oder der Allmutter oder der Allvatermutter, ja, des göttlichen, schöpferischen, weiblichen, männlichen Prinzips. Es ist alles da. Wir müssen es nur finden, nicht erfinden. In diesem Sinne. Bis bald, ich freue mich, seid gesegnet.